Herr Sauer, herzlich willkommen zu unserem Gespräch. 1990 erhielten Sie an der Humboldt-Universität, Herr Sauer, die Lehrbefähigung. Sie gingen dann gleich nach San Diego in die USA. Sie kamen 1993 zurück als Professor für Chemie an die Humboldt-Universität. Was hat Sie denn bei dem Wechsel der Wissenschaftssysteme für die Forscherinnen und Forscher im Allgemeinen verändert? Es gab ja die Bestrebungen des Wissenschaftlerintegrationsprogramms, also die Wissenschaftler der Akademie in die anderen Strukturen einzubinden. Und das war gut gemeint, aber hat sich dann in vielen Fällen nicht so bewahrheitet, weil natürlich auch an den Universitäten viel mehr Personal da war, als unter anderen Bedingungen finanzierbar ist. Und mir ist aber dort etwas sehr Gutes widerfahren. Die Max-Planck-Gesellschaft hatte ein Programm, bei dem sie Arbeitsgruppen unterstützt für 5 Jahre. Und zwar an einer der ostdeutschen Universitäten. Die konnte man sich aussuchen. Und die Universität musste bereit sein, das zu einem gemeinsamen Berufungsverfahren zu machen. Und ich habe dann verschiedene Universitäten mir angesehen. Und die Humboldt-Universität war mir schon dann die, auf die die Wahl fiel. Und das hat sich im Nachhinein natürlich als richtig herausgestellt. Der Aufbruchstimmung von 1989-90 folgte ja bei vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dann doch eine jähe Ernüchterung. Was war denn aus Ihrer Sicht das Positive und das Negative in dieser Zeit, Anfang der 90er Jahre, gerade bei dem Wechsel von dem einen Wissenschaftssystem in das andere? Naja, das, also für mich war das überhaupt eine Rückkehr zur Normalität. Und ich habe das westdeutsche Wissenschaftssystem als überaus leistungsfähig empfunden, auch eben als leistungsgerecht und leistungsorientiert. Und ich war überaus froh, dass das hier so eingeführt wurde. Das Problem war ja, dass in der DDR das Leistungsprinzip durch das Kaderprinzip ersetzt worden war. Also Leistung störte nicht, aber die war nicht Voraussetzung und Leistung reichte nicht aus, wenn die politische Seite problematisch war. Und ich bin Anhänger des Leistungsprinzips und insofern war das die Rückkehr zu dem, was ich begrüße. Es ging darum, in den Universitäten und in den außeruniversitären Instituten leistungsgerechte Strukturen aufzubauen. Das heißt, die Professoren, die man hat, die sollen dann auch so gestellt werden, dass sie wirklich arbeiten können. Und die Personalausstattung soll so sein, dass die Gesellschaft das auch finanzieren kann. Und wenn man sich das ansieht, dann war das so, dass in den DDR-Universitäten entsprechend viel mehr Personal vorhanden war als in den westdeutschen Universitäten. Und nun kann man eigentlich nicht erwarten, dass das so weitergeht. Es ist natürlich so, dass es so Opfer gibt. Es gibt Personen, die ihre politische Unabhängigkeit sich bewahrt haben, die freudig die Einheit begrüßt haben, aber die in einem Lebensalter waren, wo sie nicht wie ich war damals 40. Ich konnte also alle neuen Möglichkeiten mit voller Kraft nutzen. Das heißt, für die Wissenschaft war es ohne Frage, und das sehen wir heute ja positiv, und es ist ein leistungsfähiges System entstanden. Aber in diesem Übergang konnte man nicht jedem Individuum gerecht werden. Was ich bedauere, woran damals niemand gedacht hat, was die DFG später eingeführt hat, dass man sich auf eine eigene Stelle aufgrund eigener wissenschaftlicher Leistungen bewerben kann. Dieses Instrument hätte damals, glaube ich, noch einen Teil derer, die eben in diese unglückliche Situation gekommen sind, verbessern können. Jetzt sind 30 Jahre vergangen.
Wie sehen Sie das denn im Rückblick? Sie sind ja jetzt auch schon viele Jahre im Geschäft. Hat das der Wissenschaft an der HU gut getan oder siegen wir uns zu Tode, wie es manchmal so heißt, was die Drittmittelakquise angeht? Also die, ich sage mal ein Beispiel, die Max-Planck-Gesellschaft heißt zur Förderung der Wissenschaften. Und Sie haben zu Recht die Frage gestellt, hat es der Wissenschaft gut getan? Und die Frage kann man uneingeschränkt bejahen. Ein Problem entsteht dann, und das ist wirklich da, dass die Leistungsdichte sehr groß ist und dass wegen begrenzter Mittel, und die müssen begrenzt sein natürlich, irgendwo ein Strich gezogen wird. Hm. Und der Antragsteller oder die Antragstellerin über dem Strich oder unter dem Strich, die unterscheiden sich wenig. Noch eine letzte Frage. Was müsste denn Ihrer Ansicht nach passieren, damit Universitäten wie diese mit internationalem Ruf und Spitzenwissenschaftlerinnen und Spitzenwissenschaftlern noch mehr Exzellenz, also Exzellenz fördert, noch mehr exzellente Forschung nach vorn pusht? Abschied vom Gießkannenprinzip und dann die Forscher, und da sehe ich ein großes Defizit, trotz Anstrengungen einzelner Personen in der Administration, wirklich unterstützend zu wirken. Da müssen wir besser werden. Vielen Dank, Herr Sauer.